Herzlich willkommen zur Meisterfallkarte auf dem Marsch. Ja, wir machen weiter auf Feld Nummer 36 und pressen Malen, beziehungsweise der Bruder will nicht. Ich will allen einen schönen guten Rutsch wünschen zum neuen Jahr. Ins neue Jahr. Ja, und alles weitere, ne? Vor allem Gesundheit. Und übertreibt heute Nacht nicht. Ich würde es auch nicht tun. So. Ja, ne? Und neue Jahr, was ihr euch vornimmt, macht ihr bitte auch. Und wenn nicht, ist auch nicht tragisch. Ich halte mich auch nicht dran. Ne? Meistens. Ja, ne? Und ansonsten machen wir heute hier weiter mit Gras, ne? Ballen pressen von vier Fahrern. Einer, der spinnt. Brauchen wir sie auch nicht, der macht mal eine Pause. Ansonsten muss ich ja mal austauschen mit einem anderen Traktor. Hat dann auch mal schon mal geholfen, ne? Mutter dachte mir, na gut, das ist eine andere Sorte, eine andere Marke. Vielleicht daran, aber ne. Jetzt haben wir hier zwei im Grunde gleiche Traktoren. Gut, die gemäht haben nicht. Das ist ein Mod, aber hier die Ballenpressen, das sind die gleichen, und der eine ist schon weit voraus, der ist schon fast fertig in Anführungszeichen, und der vierte im Bunde, also im Prinzip zwei die pressen und zwei die gemäht haben, also Verband waren es vier insgesamt. Ja, der will nicht so recht, ne? Ja, wir fahren auch fleißig Stroh von Feld 2 ins Lager. Jetzt gehen wir schon bei und fahren das nächste Stroh in die Pelletsfabrik, dass der auch arbeiten kann. Weil spätestens nachts wollen wir ja hier mal einsteigen, unsere Problemballen wegräumen. Problemballen, dann nicht mal die am Rande stehen. Und beim wenn die näher Ballen pressen am letzten Ende am Rand, dass die da nicht im Weg stehen. Normalerweise die dürften nicht stören. Aber ab und zu mal fällt ja einer gerade dahin, wo man sich denkt, ach, das ist ungünstig. Hier sind auch riesige Berge geworden. Weiß nicht warum. Aber manchmal ist es nicht zu erklären. Ne? So, hier vorne ein riesiger Berg. Aber gut, da werden die hoffentlich rüberkommen, ne? So, denk mal, Problemballen haben wir keine. Das reicht ja einer aus und schon machen die einen, ne, auf einen Zirkus. Nach dem Motto. Gut, Problemballen haben wir echt keine. Ich glaube, der ist schon wieder fertig. Der Fahrer ist auch weg, oder täuscht das jetzt? Ja. Da hilft noch. Ja. Also ich weiß es nicht, gell? Keine Ahnung, also muss ja irgendwo ran liegen, keine Ahnung, ich weiß nicht was, aber ist halt so, ne? So, wir wollten noch ein bisschen Stroh fahren. Sieht er uns nachher, der Gute sagt, hier ist voll. Ah, wir haben genug Platz. Wir haben jetzt dunkel bald, aber
Wir müssen erstmal die Ballen pressen. Wenn die Ballen gepresst sind, dann können wir ja auf 30 gehen oder auf 60, meinetwegen. Aber aktuell ist es so, dass wir. Ich will keine Heuballen haben, ne? Heuball an sich würde gehen. Aber brauche ich ja nicht, ne? Ich brauche ja das Ding zwischen den Fingern, ne? Ich brauche die Scheine. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Wir haben ja jetzt im Prinzip kein Geld mehr. Und wenn wir ein bisschen was investieren wollen, egal an was, dann brauchen wir Geld. Und Kredit kriegen wir kein mehr. Und wir müssen ja noch Geräte haben zum für Mais zum Beispiel. Wir müssen ja noch verdichten, verteilen und so alles. Ne? Das muss ja noch über den Kauf werden. Beziehungsweise zumindest geliehen. Und selbst leihen geht nur, wenn wir ein bisschen Geld haben. Und das haben wir aktuell nicht. Diese 838 um 0 Uhr Prinzip hinfällig. Zum Glück kommt ja noch Einnahmen aus der BGH. Die haben eigentlich ganz gut bekommen. Diesmal. Die nächsten, die Lageballen sind in Arbeit, beziehungsweise müssen noch gesammelt eingesammelt werden, aber mittlerweile, sobald die in der Folie sind, beginnt ja der Ladeprozess ja jedenfalls und dann sehen wir weiter. Das kann er schön verpressen und verdichten und das Zeug hier, unser Stroh. Im brennbaren Heizmaterial umwandeln. Ne? Dann können wir das im Winter gut verkaufen. Die kauft das mit Paletten, ne? Also das ist so. Ne? Das ist so aufwendig oder muss ja irgendwo hin. Ne? Also muss er mal programmieren, muss er irgendwo. Normalerweise werden Paletten ja zurückgeliefert, ne? Also die werden irgendwann, wenn die futsch, also mit dem Arsch, aber Staplerfahrer meistens, wenn die, sagen wir so, mit dem Gerät nicht klarkommen oder das wirklich schwer zu steuern ist, also kommt ja auch mal vor, dass die das nicht so sehen können, so richtig, und dann wird es gerne geschoben mit der Stapler, mit der Gabel und dann eher, naja. Und wenn die dann so schwer sind, die Paletten, dann ist das Stück Holz gleich wie ein Arsch. Oh, der arbeitet sogar noch. Oh, ich dachte, der arbeitet schon nicht mehr. Also der fährt schon wieder die Runde. Ringsherum. Und der Kollege kommt nicht hinterher. Normalerweise fahren die immer 100 Meter Abstand. Und dann ziehen die ihre Runden durch, aber wenn einer nicht arbeitet, ist man ungünstig. Und das wären jetzt Problemballen, ne? Da muss ich gleich eingreifen. Im Grunde haben wir Glück, dass der richtige Probleme macht und nicht derjenige, der die Bahn wohl gerade fahren, ne? Ja, hier überlege ich auch, jetzt haben wir hier, ob wir noch mal Herbst noch einmal Gras bekommen, wäre ja nicht schlecht. Und dann werden wir das entsprechend später ummogeln in, weiß ich, Weizen oder Gerste, eins von beiden. Und dann würde ich auf der 15 und auf der 2 würde ja ein Gras aussehen. Und hier entsprechend dann manchen Weizen. Ob der 44 dann Gerste, eins von beiden. Also für die Brauerei, sagt man so, ne? Ja.
Und da wo Mais ist, ja, Mais ist gut. Raps zum Beispiel wäre eine gute Lösung. Hier haben wir noch Gras. Und da. Das ist jetzt zwar reif, aber nicht. Erntefähig. Na, erntefähig ist schon. Also Gras kann man schon mähen. Aber es soll ja in Stufe 3 mehr bringen. Puh, ob das so stimmt. Anzeige zeigt nicht mehr an. Aber. Ach, und einen anderen Dolly. Ist aber ein Händler, warum die lange suchen hier, ne? So. Hier wollen wir noch was wegfahren. Dann werden wir ummogeln, wir werden entsprechend den Kurs einfahren aus Lager und dann nachher, wenn wir nachts ein bisschen Geld kriegen. Von wem haben wir nun Geld bekommen? Ich weiß es nicht. Ach, hier, unsere Solaranlagen bringen Geld. Ach, die Dächer mit den Solaranlagen. Ach so. Das stimmt. Das bringt nämlich auch Geld. Also nicht viel, aber ein bisschen, ne? Das finde ich auch okay, wenn man Solaranlagen auf Dach aufbringt und entsprechend da Strom zu erzeugen. Das ist super. Aber wenn man die Felder dafür nutzt, dafür. Das kann es nicht sein. Ich kann keine Flächen für Landwirtschaftsprinzip, für Stromerzeuger nutzen. Und eher beklagen sich, dass sie nichts zu essen haben. Oder die Preise so hoch und teuer sind. Also Dachflächen nutzen ist super, das ist eine super Lösung, aber was ich in Bayern gesehen habe, dass die ganze kleinere Felder genommen haben, das finde ich nicht gut. Auch Felder und so, na, ne. Wenn einer meint, er hat eine Scheune, macht da Solarzellen drauf, soll das tun, hat er ein Dach für Tiere, also einen Stall. Oder das eigene Haus oder Wirtschaftsgebäude, ja, okay, macht Sinn. Aber Landflächen, das nutzen dafür, nein. Sollte man nicht machen. Man sollte mir den Blick darauf wenden, dass man immer noch Menschen auf der Welt hungern. Obwohl, die kann sich das eh nicht leisten, was die herstellen. Aber trotzdem ist das so. Der Tag wird kommen, wo sie eines Tages sagen werden, wir werden diese Flächen wieder ummogeln müssen, ne? Also genauso, wenn sie jetzt Mais für BGA nutzen und so, ne? Also das ist ja auch so ein Unding, ne? Ganz früher gab es mal ein Verbot, dass man für Bier keinen Weizen nutzen durfte, ganz ganz früher. Wurde zwar auch irgendwann aufgehoben. Aber die haben sich was bei gedacht, ne? Also das ist im Grunde das vorhandene Weizen hat nicht gereicht, um alle zu ernähren, ne? Und also das ist schon sinnvoll, wenn man das nicht für unsinnige Sachen nutzt, ne? Also für Bier zum Beispiel. Und heute ist es ein bisschen anders, heute haben wir höhere Erträge. Da kann man ein bisschen mehr rüberkommen. Aber früher war das echt knapp, ne? Weil auch die Lagermöglichkeiten nicht so gut waren wie heute. Heute so ein riesiges Silo. In alles trocken und das Getreide trocken reinkommt.
dann ist es ewig haltbar, ne? Mäuse haben auch keine rein. Ja, und dann ist es haltbar, ne? Und früher haben sie nur Säcke gehabt, ne? Da kam die Maus und dann das Fressen war das eine, aber das war ja die ganzen Ausscheidungen der Tiere, die machen es ein bisschen ungenießbar. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Nochmal, ich wünsche euch einen schönen guten Rutsch, einen guten, schöne Feier ins neue Jahr. Und vor allen Dingen Gesundheit für nächstes Jahr, ne? Mögen eure Wünsche in Erfüllung gehen, eure Träume. Ja, und hier sag ich mal, Tschüss und Winke, ciao, ciao. Und hört und sieht sich dann zur, vielleicht zur nächsten Folge, im neuen Jahr. Muss auch noch produziert werden, mache ich erst morgen. Tschüss.